Hallöchen meine Lieben, heute haben wir für euch die Brand News Box, Dezember. Dezember 2015. Dezember 2015. Wir haben euch ja letztes Mal schon schöne Weihnachten gewünscht, weil wir dachten, die kommen nicht mehr rechtzeitig, aber die Brand News Box hat es noch geschafft vor Weihnachten. Hey. Wir testen gerade so ein bisschen rum mit der neuen Kamera, deswegen ist er irgendwie ein bisschen komisch, der fokussiert immer mal so abwechselnd momentan auf uns. Ja, herzhafte Weihnachten ist das Motto der Box. Herzhaft, Herz. So, willst du wieder ausräumen und ich lese vor? Können wir gerne machen. Das erste, was uns entgegenkommt, sind die Hofchips von Lorenz aus besten deutschen Anbauregionen, Butter und Salz. Oh, geil. Die kosten 1,99 und gibt es seit September 2015. Scharf. Ich hoffe, man kann es sehen. Ja, jetzt wird es langsam scharf. Yeah. Okay. Müssen wir mal probieren. Weiß nicht, wie es schmeckt. Die jetzt aufmachen? Moment, da gibt es noch einen. Nee, das ist ein anderer. Okay, wollen wir aufmachen? Willst du aufmachen jetzt? Ja, ja, ja. Ich liebe ja gesalzene Chips. Ein ganz normaler Chip, so mit. Ich glaube, die haben noch ein bisschen Schale, oder? Ja. Aber gewöhnungsbedürftig mit der Butter. Bisschen, ja. Oder? Also, man schmeckt die Butter auf jeden Fall raus. Ja. Du darfst das nicht. Dann haben wir auch von Lorenz. Von Fun Pops. Air Popped Crunchy Snack Sour Cream and Onion Geschmack. Nicht frittiert. Voller Geschmack. Air Popped. Was ist Air Popped? Na, Luft gepoppt. Wie so Popcorn. Komm. So. Wir verstecken uns hinter den Dings, damit vielleicht. Fokussiert. Die kosten auch 1,99 und gibt es seit Oktober 2015. Das macht nur nicht die Kamera. Die fokussiert, ja, immer noch. Ja, die fokussiert nur dich, ja. Willst du mal zeigen? Ja. Wir haben hier einmal eine Flasche Rotkäppchen Qualitätswein. Silvana Lieblich. Oh, den können wir mit zum Markt nehmen. Man mag doch lieblichen Wein. Achso, ich dachte, der mag Silvana. Ja. Also ich mag auch lieblichen Wein und es ist ja ein schöner Weißwein und ich glaube, den können wir zu Weihnachten bei Freunden jetzt killen. Und der kostet 3,99 Euro, gibt es seit März 2015. Was hast du hier Schönes? Einmal das Magazin. Wie heißt das? Das News Magazin. So, wir probieren jetzt mal hier Trick 17. Es fokussiert nicht, Leute, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, das ist das News-Magazin. Was ist da alles so drin, mein Mäusebär? Was steht vorne drauf? Musst du lesen. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht lesen. Der neue Brandon's Shop. Scharfe Knolle, kulinarische Silvesterbräuche und super Sauerkraut. Hm. Mhm. Ich kann es dem Magazin nicht sagen, vielleicht sagst du was dazu. Ich hab davon keine Ahnung. Ja, da sind immer Rezepte zu den Sachen drin, die in der Box sind. Ja. Wisst ihr Bescheid? Ich muss das jetzt gerade mal ein bisschen umsortieren, weil das ist hier gleich die ganze Wohnung versaut mit dem Stroh. Dann mache ich schon mal weiter. Und zwar von Vasa Müsli Gourmet. Oh, Knäckebrot. Ist das mit Zimt? Ich weiß es nicht. Da ist eine Zimtstange drauf. Müsli Gourmet. Das Vasa Gourmet Knäckebrot gibt es in zwei Sorten. Gibt es seit Oktober 2015 und kostet 1,79 Euro. Okay. Müssen wir mal probieren. Cerealien, Getreide und eine feine Prise Zimt. Frucht, Himbeer, Pfirsich. Eine Marmelade. Boah. Und kaum halte ich was in die Kamera, fokussiert er auf das Gesicht. Ja. Oh Mann, ob das noch was wird hier? Ne?
Dann halt es aber ein bisschen weiter weg, dann kann man es ja ein bisschen erkennen. So. Nehmen wir mein Gesicht am besten, was gerade vor mir ist. Wie ihr seht, es funktioniert noch nicht so, wie wir das gerne hätten. Die ist von Göbber, die Marmelade. Und die kostet 1,99 Euro. Ja, auf jeden Fall lecker. Dann haben wir von Müllers Mühle Quinoa, Weiß. Quinoa. Lässt sich wie Reis verwenden als Salat, Bratling, Auflauf und vieles mehr. Schnelle Zubereitung in circa 15 Minuten. Das sieht aus wie die Sachen, die ich meinen Vögeln damals zu essen gegeben habe. Die Hirse. Die sieht genauso aus. Vielleicht ist es genau das gleiche. Das Päckchen kostet 2,49 Euro und gibt es seit September 2015. Und ich bin froh, dass wir Quinoa jetzt mal da haben. Dann kann ich es nämlich mal probieren. Weil ich wollte es immer nicht kaufen. Übrigens, wo du von Hirse redest, hier. Hirse. Tatsächlich, siehst du? Also könnt ihr euch eigentlich auch Vogelfutter kaufen. Nein, da ist keine Hirse drin, sondern es gibt das Zeug auch in Hirse. Guck, Hirse. Ja, okay, alles klar. Und Amaranth. 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 Hör auf, sonst kriegst du es die nächsten 3 Tage zu essen. So, dann gibt es kein Weihnachtsmenü. Oh. Du alter Schussel, ey. Das war schon auch gewesen. Ja, ja. Lack. Dann haben wir von Deli Reform das Original. Danke für Ihre Treue. Wow, Margarine. Mögen wir Margarine? Ja. Okay. Margarine schon okay. Die kostet 1,39 Euro. Aber ist auch ein ziemlicher Ballermann, muss man sagen. Schon recht dick. 555 Gramm, über ein halbes Kilo. Dann, ja, hier ist das für dich. Da. Aber ich bin total unscharf. Ja, das ist jetzt gerade, der Fokus ist jetzt gerade sehr gut auf die Sachen vorne. Mach doch, zeig mal vorne. Also, wir haben hier, wir haben hier den Rotkohl von Hengstenberg. Den hatten wir, glaube ich, schon mal gehabt. Der ist voll lecker. Der kostet 1,49 Euro und gibt es seit Dezember 2015. Also ist der gelauncht, würde ich mal jetzt behaupten. Ja, den packt man einfach so 3 Minuten in die Mikrowelle oder in den Topf und dann wird er warm. Und der Haus jetzt davon, der ist nicht mehr scharf. Und ja, fein gewürzt und ja, super lecker, kann man jetzt auch zu Weihnachten essen. Und dann auch dazu von Hengstenberg, Mildessa für Salat und Wraps. Und Zusatz von Geschmack. Alright, Sauerkraut. Ja, 1,49 Euro und gibt es seit Mai 2015. Auch lecker. Sauerkraut mag ich auch nicht. Ich mag keine Krautsachen irgendwie. Das war's? Das war's. Das war's schon. Das war's. Keine Süßigkeiten diesmal. Da stand doch herzhaft vorne drauf. Warum ist da keine Wurst oder so? Weil Kraut drin ist. Bist du jetzt enttäuscht? Also die Degusta-Box gefällt mir persönlich immer ein bisschen besser, muss ich sagen. Die Degusta-Box kommt aber erst im Januar. Und trotzdem sind immer leckere Sachen drin. Die letzte war gut von der Brand News Box, aber jetzt die ist nicht so geil. Oder was sagst du? Ich finde es durchwachsen. Also die Quinoa und die Marmelade finde ich ja auf jeden Fall sehr gut. Das Müsli auch. Chips können wir eigentlich auch immer gebrauchen. Ja, okay. Ja, das Einzige, was wir jetzt gerade weniger gebrauchen können, ist eigentlich die Margarine und das Sauerkraut und das Rotkraut. Aber kriegen wir auch weg. Ja, wegkriegen tut man schon, aber... Ja, stimmt, wenn man so drüber guckt, das Quinoa kenne ich halt nicht, muss man mal gucken. Ja, für die Weihnachtszeit, ich hätte mir halt eher was Weihnachtliches noch gewünscht, halt irgendwie so. In den Müsli Vasas ist Zimt drin, das ist glaube ich das einzigste Weihnachtliche. Einzig bisschen Weihnachtliche. Ja, aber irgendwie hätte ich mir da irgendwie noch so was mit Pep gewünscht, so weihnachtlich halt. Ja. Mal Lebkuchen oder so. Ja. Oder Magenbrot. Ey, hier steht dein Magenbrot. Da ist dein Magenbrot drin. Hier, guck, Plätzchenschüssel habe ich extra für meinen Mann hier hingestellt. Die steht seit 3 Tagen unangerührt hier. Extra Magenbrot für den Mann gebacken. Nichts gegessen hat er, nichts hat er gegessen davon. Schäm dich. Ja, ja. So, okay. Also, wir haben unser Feedback dazu abgegeben und ich würde sagen, ja, wir fanden sie... Durchwachsen. Ja. Jetzt nicht super top,
aber auch nicht mega schlecht. Es war halt, es sind halt viele Sachen drin, die man gebrauchen kann, aber für eine Weihnachtsbox halt. Ja. Bisschen mager, finde ich. Ja. Für eine Weihnachtsbox. Dann wünschen wir euch alle eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, rutscht nicht zu weit. Nächstes Jahr sehen wir uns dann schon wieder in aller Frische und mit neuen Projekten. Vielleicht, wir sind da am Plan, vielleicht mal was Neues zu machen etc. Ja, und wenn ihr Ideen habt, könnt ihr das auch gerne unten mal in den Kommentaren da lassen. Also wir sind immer für alle Schandtaten eigentlich offen. Definitiv, definitiv. Wir wollen auf jeden Fall irgendwas Neues mal probieren. Vielleicht mal kleine Reviews zu Serien, zu Filmen, zu Spielen etc. Auch mal vielleicht mal sowas irgendwie zeigen. Könnt ihr mal unten drunter schreiben, was ihr davon haltet. Wir sind jetzt ausgestattet mit Technik. Wir können jetzt mal irgendwie sowas mal ein bisschen was machen, deswegen. Ja, wir lieben unsere neue Kamera, auch wenn sie noch nicht ganz so das tut, was wir möchten, aber sie ist toll. Wir arbeiten uns rein. Gell? Ja. Dann wünschen wir euch ein frohes Weihnachtsfest. Auf Wiedersehen. Tschüss.